ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video von mir. In dem heutigen Video stelle ich euch einmal das Endergebnis vor von dem Michael Meyer Bild, das von DIY Choose ist. Ich habe das Bild am 14. Oktober begonnen und ja, das sind jetzt so anderthalb Wochen ungefähr. Das ist aber jetzt schon ein paar Tage länger fertig, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, ehrlich gesagt, wann ich fertig geworden bin. Es könnte echt eine Woche gewesen sein. Also es ging recht flott. Ich wollte euch noch so ein paar Sachen sagen, wie es generell so war. Also ich muss sagen, das Bild hat mir persönlich nicht ganz so viel Spaß gemacht zu painten, weil, ja, erstens sind es sehr runde Steine. Das ist für mich sowieso immer so ein bisschen anders. Aber das Hauptproblem, was ich immer habe, ist, dass ich halt mit Konfetti nicht so gut klarkomme. Also das Schwarze war schon so ein bisschen Abwechslung, also der schwarze dunkle Hintergrund, weil da ja viel Schwarz dann war. Aber gerade hier, also gerade er und der Bereich hier war natürlich schon echt schwierig, muss ich sagen. Viel Konfetti, viel Abwechslung, man kam nicht so gut voran. Trotz allem bin ich vom Endergebnis echt positiv überrascht. Das ist ja hier 30x40 und ich muss sagen, dass das Bild relativ gut von Weitem rüberkommt. Auch von Nahen, muss ich sagen, sieht es relativ gut aus. Also ich denke, für eine Halloween-Party kann es auf jeden Fall hängen bleiben. klar, ich empfehle hierfür auf jeden Fall ein größeres Bild. Definitiv, damit das alles einfach besser zur Erscheinung kommt, vielleicht 50x50 oder 50x60 oder was weiß ich, irgendwie so. Aber so an sich bin ich echt zufrieden. Ich wollte nochmal ein ganz großes Dankeschön aussprechen an DIY Choose für dieses Produkt hier, was ich jetzt bereits fertiggestellt habe. Und ich wollte mit euch gemeinsam dieses Produkt jetzt hier versiegeln. Ich habe noch ein altes von Picmondo. Ich denke, das reicht mir erstmal. Und ich habe noch ein Buch. Hier, da kann man Einträge machen. Oh, was ist denn hier? Ach, das habe ich noch gar nicht eingeklebt. Hier konnte man zum Beispiel... Vielleicht sollte ich das mal einkleben. Ja, kann ich ja machen. Habe ich ja direkt. Genau, und ich wollte das mit euch einmal ausfüllen und dann dementsprechend versiegeln. Dazu benutze ich jetzt einfach mal Tesafilm, weil das kann man dann immer gut noch wegmachen oder wie auch immer, falls man das doch nicht mehr so möchte. So sieht das Bild aus. Und die Bildnummer, die wollte ich auch noch dahin kleben. So. Zack. So, und die Legende mache ich dann auch noch dahin. Dann habe ich es auch. Das gleiche mache ich jetzt mit dem Michael. Aber ich wollte erstmal... So. Huch. Ah, ich mag Tesafilm. Ist doof. Manchmal. So, ich denke, das reicht. Genau, dann würde ich sagen, schreiben wir doch hier einfach mal das und füllen das einfach mal aus. So, Name des Bildes nenne ich jetzt einfach mal Michael Meyers. Die Größe ist 30x40. Habe ich gekauft von DIY Choose. Wann habe ich das gekauft? Also, das weiß ich alles nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wie viel das gekostet hat. Das müsste ich alles nochmal nachgucken. Habe ich das geschenkt bekommen? Ja. Von wem? Firma. So, das Bild ist angekommen. Ist alles vorhanden gewesen? Ja, auf jeden Fall. Das sind Rundsteine.
Und ein Vollbild. Das Bild habe ich am 14.10. gestartet. Beendet habe ich das Bild. Auf jeden Fall. Machen wir am 21. Eine Woche später. Schwierigkeitsgrad, Mittel. Aufgrund des, ja, der, wie ich schon sagte, aufgrund dessen, dass es so, mir fällt das Wort nicht ein gerade. Ihr wisst, was ich meine, ne? Aufgrund, dass es so konfettireich war. Und das Bild hat 21 Farben. Kann ich das Bild weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Also das, derjenige, der viele Farben in einem kleinen Bild mag, 21 Farben in so einem Bild ist ja schon eigentlich ganz in Ordnung. Doch, und Konfetti mag, das Endergebnis dafür ist ja eigentlich ganz gut, deswegen würde ich sagen, ja, kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Und ich schreibe mal Konfetti als Notiz und dann können wir hier die Legende ausschneiden. Ich schneide sowieso den Rahmen aus und hier haben wir das Bild, das in ganz klein. Leider ein bisschen sehr klein, aber so. Und die Legende schneide ich auch noch aus. Mal kurz zur Seite und dann mache ich da ein kleines Fitzelchen dran. Man kann das hier leider nicht so gut erkennen, das Bild, aber warum klebt denn das da nicht so gut dran? Wisst ihr was? Dann mache ich das anders. Dann mache ich es einfach so. Schadet ja nicht. Vielleicht mache ich das hiermit auch. Dann mache ich hier. So, die Legende. Zack. Damit ist das Buch erstmal fertig. So, ihr Lieben. Ich schneide jetzt erstmal hier den Rahmen aus. Ganz normal. So, dass man so wenig wie möglich vom Weißen sieht. Das mache ich gleich noch schöner. Boah, das klebt. Es klebt. So, jetzt nur noch hier oben.
So, Leute, dann mache ich das jetzt hier noch so ein bisschen ordentlicher. Hier. Da habe ich jetzt gerade die Legende ausgeschnitten. So, jetzt haben wir es doch ordentlich. Das sieht ja mal gut aus, würde ich sagen. Cool, richtig cool. Genau, also wie gesagt, jetzt versiegeln wir das Ganze. Und zum Versiegeln benutze ich immer noch das, was über ist vom Pigmondo. Ich habe nämlich noch nicht so viele Bilder versiegelt. Und deswegen habe ich noch nichts anderes. Und ja, in Zukunft würde ich natürlich nicht das benutzen, weil es einfach zu teuer ist und ich dementsprechend schon richtig viele billigere Varianten kennengelernt habe von euch. Und deswegen, jetzt drücke ich das hier so ein. Ihr seht, das wird so ein bisschen weiß, aber das wird natürlich, wenn es fertig ist, und da ist schon Stein raus. Das ist natürlich immer gefährlich. Wo ist es hin? Da, mein Finger. Es wird natürlich noch durchsichtig. Eigentlich muss man drücken und gleichzeitig so drüber fahren. Das Problem ist, dass es passieren kann, dass sich dadurch einige Steine lösen, weil man ja hier drückt. Aber mal gucken, ob ich es auch anders geregelt kriege. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wie gesagt, die Flüssigkeit wird durchsichtig, deswegen braucht ihr keine Sorgen haben. Wichtig ist nur, dass ihr danach das Ganze auf einer geraden Oberfläche legt, also auf dem Tisch oder so. Weil wenn ihr das dann gebogen habt, dann bleibt das steif, weil das ja hart wird. Und das wäre nicht so schön. Und dann habt ihr da so ein gebogenes Bild eventuell. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich schon war. Wie blöd. Bisschen erkennt man es. So, perfekt. Also wenn man große Bilder versiegeln will, ist diese Packung gar nicht geeignet. Also das, weil erstmal dauert es viel zu lange und zweitens machst du dir eventuell die Steine kaputt, weil hier in der Mitte ist so ein Dutching-Ding und wenn man drückt, dann berührt das die Steine und das kann natürlich auch irgendwie verkratzen und die Vorstellung ist natürlich auch nicht so toll. Und außerdem dauert es viel zu lange. Viel besser sind natürlich, was ihr da mal vorgeschlagen habt, ich meine dieses Baufahren, wenn ich mich nicht täusche. Und dann einfach so einen Roller oder einen Pinsel, einen Malerpinsel verwenden.
Damit geht's okay, geht's okay. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Wie gesagt, ich habe noch nicht so viele Bilder fertig und nicht so viele Bilder versiegelt. Und da hat bisher immer das gereicht. Genau, so sieht's aus. Aber das sieht ganz gut aus. So, jetzt sehe ich auch, überall sind weiße Stellen. Das heißt, eigentlich habe ich nichts vergessen. Sieht zumindest nicht so aus. Man sieht richtig, dass das Weiße jetzt dazwischen ist. Also das Produkt. Und genau so sollte das auch sein. Ich kann euch das nochmal näher zeigen. So, ihr seht richtig, dass diese weiße Flüssigkeit jetzt zwischen den Steinen liegt. Und ich kann euch das Ganze generell mal zeigen. Also wenn man jetzt da ne, und das so verteilt, dann setzt sich das zwischen den Steinchen im besten Fall. Und dann verklebt das zusammen und hält die Steine einfach nochmal ein bisschen mehr zusammen, als wenn die nur auf der Folie ist. Genau, das Ganze sieht jetzt so ein bisschen trüb aus. Das ist auch alles ganz normal. Das wird dann, wie gesagt, besser, wenn, wenn es getrocknet ist. Genau, liegt es an einem guten Ort und sicheren Ort zur Seite. Dann würde ich mich jetzt verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in dem nächsten Video, nächsten Auftrag, Produkt, wie auch immer, wieder. Bis dann. Ciao.